Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur ZPO 1-Reihe. Wir schauen uns heute zum Abschluss der Möglichkeiten der Prozessführung durch die Parteien des Prozesses hier die erledigten Erklärungen an nach § 91a ZPO. Was ist zunächst einmal eine erledigten Erklärung? Eine Erklärung der Gegenstandslosigkeit der Klage durch den Kläger und anschließend auch unter Umständen durch den Beklagten. Ja, sprich, der Kläger, der stellt einen Antrag, dass sich die Sache erledigt hat und folglich, dass der Zivilprozess daraufhin gegenstandslos wird und beendet wird. Sprich, die Rechtshängigkeit des Prozesses soll enden, aus diversen Gründen, welche vorliegen könnten. Ein Grund könnte sich zum Beispiel innerhalb dieses Beispiels hier verstecken. Alfonsa A verklagt Bertrude B auf die Eigentums- und Besitzverschaffung an einem Klavier der Marke Clavo R. A behauptet, ein entsprechender Kaufvertrag wurde geschlossen, B verneint dies, ja, der klassische Rechtsstreit. Im Laufe des Gerichtsprozesses deuten aber alle Anzeichen darauf hin, dass ein solcher Kaufvertrag tatsächlich besteht. Aus diesem Grund erklärt B, sie werde dem A das Eigentum und den Besitz am Klavier verschaffen. A stellt einen Antrag auf übereinstimmende erledigten Erklärung nach § 91a ZPO. Ja, ein klassisches Beispiel, wir haben einen Zivilprozess, die beiden Parteien haben hier verschiedene Ansichten. Der eine behauptet, ja, der Vertrag wurde geschlossen. Der andere behauptet, nein, der Vertrag wurde nicht geschlossen. Im Zuge des Prozesses kommt dann aber heraus, dass der Vertrag sehr wohl wahrscheinlich geschlossen wurde. Dann erklärt eine Partei, okay, ich werde jetzt hier zum Beispiel meine Pflichten aus dem Kaufvertrag erbringen. Die andere Partei sagt, okay, dann können wir hier eine erledigte Erklärung abgeben, damit hier der Prozess nicht weitergehen muss, wenn du mir eh die Sache geben möchtest. Sprich, wir hätten hier eine übereinstimmende erledigte Erklärung. Sprich, beide Parteien erklären sich dazu bereit, dass der Prozess hier beendet wird und die Rechtshängigkeit hier aufgehoben wird nach § 91a ZPO, welchen ich euch kurz einmal vorlesen möchte, zumindest den Satz 1. Haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung oder durch Einreichung eines Schriftsatzes oder zu Protokoll der Geschäftsstelle den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Beschluss. Eine erledigte Erklärung kann mithin entweder übereinstimmend oder einseitig erklärt werden. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir haben einmal die übereinstimmende erledigte Erklärung und die einseitige erledigte Erklärung. Sollten wir in einer Klausur einen solchen Sachverhalt haben, wird es meistens, ja, wenn sowas drankommt, eher eine einseitige erledigte Erklärung geben, weil diese sehr viel schwieriger zu prüfen ist als die übereinstimmende. Das ist sehr, sehr einfach zu prüfen. § 91a ZPO regelt im Grunde hierbei nur die übereinstimmende erledigte Erklärung. Die einseitige erledigte Erklärung, die ist quasi gesetzlich gar nicht geregelt. Was ich mit diesem quasi meine, dazu komme ich gleich dann bei dem Schema. Ich möchte euch jetzt noch einmal den gleichen Sachverhalt präsentieren. Auf der einen Seite haben wir den gleichen Sachverhalt mit einer übereinstimmenden erledigten Erklärung, auf der anderen Seite haben wir den gleichen Sachverhalt mit einer einseitigen erledigten Erklärung. Ich lese vor. Christian C. verklagt Hubertus H. auf Eigentums- und Besitzverschaffung an einer antiken chinesischen Vase. H. bestreitet, dass zwischen ihm und C. ein Kaufvertrag geschlossen wurde. Im Laufe des gerichtlichen Verfahrens wird die Vase leicht fahrlässig von H. zerstört. C. erklärt eine erledigte Erklärung. H. stimmt dem zu. Sprich, die Vase wurde zerstört. Sie kann nicht mehr übereignet und übergeben werden und beide Parteien sagen, jawohl, erledigte Erklärung und die ganze Sache wird hier beendet. Das zweite Beispiel hier bei der einseitigen erledigten Erklärung ist quasi das gleiche Beispiel, aber auf die erledigte Erklärung der C hin stimmt H dieser nicht zu. Grund dafür ist, er möchte gerne wissen, ob der Kaufvertrag geschlossen wurde oder nicht, sprich, er möchte eben diese Feststellung weiterhin haben, ob der Kaufvertrag geschlossen wurde. Er will schließlich später keinen Schadensersatz mehr zahlen müssen. Und folglich ergeben sich für diese beiden erledigten Erklärungen das folgende Schema. Es ist eigentlich selbsterklärend. Ja, wir brauchen in beiden Fällen zunächst einmal die erledigten Erklärungen durch den Kläger. Bei der übereinstimmenden erledigten Erklärung brauchen wir die Zustimmung durch den Beklagten. Und bei der einseitigen erledigten Erklärung brauchen wir logischerweise die Ablehnung durch den
beklagt. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, Folgendes zu verstehen. Die einseitige Erledigtenerklärung, die stellt nach herrschender Meinung eine Klageänderung in eine Feststellungsklage dar, nach § 263 fortfolgende ZPO. Wenn wir uns unseren Sachverhalt einmal durchlesen, werden wir feststellen, okay, wir haben hier zunächst einmal eine Leistungsklage, sprich C möchte von H Eigentums- und Besitzverschaffung an der Vase haben. Später, nachdem C dann die Erledigtenerklärung abgegeben hat, sie möchte schließlich, dass das Verfahren hier eingestellt wird, die Rechtshängigkeit hier aufgehoben wird, sagt H, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne festgestellt haben, dass der Kaufvertrag nicht zustande gekommen ist, damit ich später unter Umständen keinen Schadensersatz mehr zahlen muss, was ja auch irgendwo Sinn macht. Folglich haben wir jetzt hier eine Feststellungsklage. Aus diesem Grund sagt die herrschende Meinung, wir haben hier eine Klageänderung von Leistungsklage zu Feststellungsklage und diese Klageänderung müssen wir dann prüfen und folglich müssen wir dann später auch die Zulässigkeit und die Begründetheit der neuen Klage prüfen. Das ist auch die Rechtsfolge, welche wir bei der einseitigen Erledigtenerklärung haben. Sprich, wir prüfen die Voraussetzungen der Klageänderung nach § 263 und folgenden ZPO. Das Ganze kennen wir bereits, das haben wir bereits in einem der vorherigen Videos uns zusammen angeschaut. Und dort prüfen wir eben die Zulässigkeit der Klageänderung und die Zulässigkeit und Begründetheit der geänderten Klage. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wie man das macht, wie gesagt, haben wir uns in den letzten Videos bereits zusammen angeschaut. Bei der übereinstimmenden Erledigtenerklärung sind die Rechtsfolgen relativ klar. Zum einen wird der Rechtsstreit beendet, die Rechtshängigkeit der Klage, die endet hier. Aber, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, das Gericht muss jetzt noch feststellen, okay, wer von den beiden Parteien muss jetzt eigentlich die Prozesskosten tragen? Das bestimmt sich nach § 91a Absatz 1 Satz 1 ZPO. Das Gericht wird demjenigen zur Tragung der Prozesskosten bestimmen, welcher hier nach der aktuellen Lage des Sach- und Streitstandes, welcher bereits unter Umständen im mündlichen Verfahren bereits vorgetragen wurde, welcher dort quasi ja, nachteilig dasteht. Das heißt, die Partei, welche wahrscheinlich unterlegen wäre, diese Partei wird in diesem Fall dann die Prozesskosten tragen müssen. Das ist ganz wichtig, bitte zu verstehen, die Rechtsfolgen und auch das Schema der beiden erledigten Erklärungen, wie immer am besten lernen. Und dann seid ihr eigentlich, wie immer, sehr gut aufgehoben in einer entsprechenden Prüfung oder Klausur. Ja, ich bedanke mich bei euch mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Wir hören uns bei dem nächsten Video wieder, wo wir uns dann wahrscheinlich mit der Klagehäufung beschäftigen werden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer § 31.